Auswandern, ja, das ist immer ein Abenteuer, egal ob auf Zeit oder für immer. Wir treffen diese Woche Menschen, die ihr Glück in Kroatien suchen. Ja, aber was ist, wenn man dann die rosa-rote Urlaubsbrille absetzt und in einem Land, wo viele normalerweise Urlaub machen, arbeiten und leben muss? Kroatien hat viel zu bieten. Sonne, Meer und traumhafte Küsten. Deshalb zieht es immer mehr Deutsche für ihre Hochzeit in das Land an die Adria. Gut für Weddingplanerin Maja. Auf dem Steg kann man eben eine Trauung machen. Ihr könnt direkt danach auch ins Wasser springen. Holger und Kai sind glückliche Betreiber des Campingplatzes Nordsee. Aber auch hier läuft nicht immer alles rund. Jetzt bei Kroatien 24/7. Maja aus Düsseldorf ist Weddingplanerin. Seit 3 Jahren bietet die 35-Jährige auch Hochzeiten in Kroatien an. Gemeinsam mit diesem deutschen Paar hat sie sich bereits eine Location angeschaut, die in das Budget von 15.000 Euro passt. Jetzt geht's zur nächsten Besichtigung. Der spezielle Ort kann nur mit einem Boot erreicht werden. Da ist die Insel, auf die wir jetzt fahren. Ah, ja. Das finde ich cool. Cool, ne? Das ist doch noch was ganz anderes, oder? Also die Insel habe ich vor, ich glaube mittlerweile fast 2 Jahren mal im Internet gesehen, auf irgendwelchen Bildern von Kroatiens kleinsten Inseln und wusste aber nie, wo diese Insel genau ist, bis ich nicht Andrea kennengelernt habe und wir uns darüber unterhalten haben. Die Weddingplanerin weiß aus Erfahrung, dass in der Regel 3 bis 4 Objekte angeschaut werden, bevor entschieden wird. Nicht selten hängt es am ersten Eindruck. Im Hochzeitskleid wird das ein bisschen riskant. Nein, dann machen wir natürlich einen anderen Zugang, ne? Der wird ein bisschen stabilisiert. 1244 Inseln, Felsen und Riffe hat Kroatien. Auf dieser gibt es weder fließend Wasser noch Strom. Alles, was gebraucht wird, muss hierhin transportiert werden. Trotzdem, dieses kleine Eiland, eine Perle, die Maja zu verkaufen weiß. So. Das ist so schön. Also ich glaube, sowas gibt es nicht so oft. Ja. Hier würde man eben hoppala, die Stühle aufbauen, je nachdem, wie viele Gäste eben da sind. Also wie man sieht, passen hier wirklich viele Personen drauf. Und könnte hier vorne für euch dann noch mal so einen Traubogen aufbauen mit ganz viel Blumen und Schals. Und die Beleuchtung? Das wäre ja nicht abends, das wäre schon so Richtung Sonnenuntergang, ist eigentlich das, was am schönsten einfach wirkt. Ne? Von den Lichtverhältnissen. Man kann es natürlich auch abends machen, aber dann kommt die Insel auch nicht so wirklich zur Geltung. Ne? Abends ist ja in der Regel die Feier. Viele Vorzüge, doch die zukünftige Braut zweifelt. Ich denke über die Schuhe nach. Das ist so typisch Frauenproblem. Wer hier heiraten will, sollte jetzt nicht in einem Reifrock hier auftauchen wollen. Dementsprechend auch natürlich nicht in den High Heels, 12 cm Pfennigabsatz, sondern wirklich irgendwas, was so ein bisschen mehr ja, Natural Feeling halt ist. Ne? Natural Feeling, nicht ganz Braut Kajas Feeling. Ein Ass hat Maja aber noch im Ärmel. Es geht auf die Insel Krik, nur 20 Minuten vom Festland entfernt. Die dritte Location, eine stille Bucht, entpuppt sich schnell als Geheimfavorit. Hier könnte man wirklich für so eine kleine Anzahl an Gästen auch eine Feier machen. Das heißt hier schon mal, auf dem Steg kann man eben eine Trauung machen. Mit dem Standesbeamten eben oder eine freie Trauzeremonie mit Sonnenuntergang, der gerade so schön zu sehen ist. Oben wird das Ganze noch nächsten Monat hergerichtet, also in 2 Wochen ungefähr, dass da wirklich das Gras gemäht ist, ne, und alles schön hergerichtet ist. Da kommen auch ein paar Beleuchtungsanlagen eben hin. Wildnis pur, ihr könnt direkt danach auch ins Wasser springen. Hier kann man auch eine Party machen ohne Begrenzung der Uhrzeit, ohne dass ihr irgendwen stört. Wunderbar. Die Vollblut-Wedding-Planerin ist in ihrem Element. Sie weiß genau, wie sie dem Pärchen die Vorzüge dieser Location in den Mittelpunkt rückt. Kaja und André überzeugt das. Ich mag diese Location am besten. Das ist Luxus für mich. Und dann ist man schon so im Kopf an jenem Tag und sieht sich schon dort stehen und so. Und auch für die Weddingplanerin Maja wäre diese letzte Location das Richtige, falls sie mal unter der Haube landen sollte. Also wenn ich mal heirate, glaube ich, wäre das diese Art von Kulisse. Also mal was ganz anderes, ganz wild, eben mit wenig Leuten, ohne irgendwas Pompöses und Großes. Also das hier wäre schon sowas nach meinem Geschmack. So endet dieser Tag für Maja und auch für ihre Kunden mit einem Erfolgserlebnis. Ihr Traumjob in Traumkulisse dürfte niemals enden. Der norddeutsche Holger und sein Sohn Kai betreiben seit 20 Jahren den Campingplatz Nordsee an der Adria. Ihre Gäste sind fast ausschließlich Deutsche. Und ausnahmsweise wollen die gerade mal nichts von den Campingchefs.
Moin, Pa. Moin. Hast du meinen Kaffee schon fertig? Ja. Bisschen gut gemacht. Vater und Sohn lieben nicht nur Kaffee und Campen. Wie der Zufall es will, haben beide auch ein Herz für asiatische Frauen. Und weil auf ihrem Campingplatz fast nur Deutsche sind, mussten sie sich eben im Urlaub auf den Philippinen verlieben, führen zurzeit eine Fernbeziehung. Und das, obwohl Kais 27-jährige Mary auch noch schwanger von ihm ist. Das ist eigentlich scheiße, wenn man nur so alleine ist. Aber das müssen wir jetzt durch, das ist nur ein bisschen Papierkram und dann irgendwann, 2 Wochen noch, kommt sie wieder. Holgers neues Glück ist ebenfalls weit weg. Videochat lässt die Welt schrumpfen. Hallo, alles klar? Ja. Gut. Yes, we have coffee. Yes, we have coffee. Seine Freundin betreibt ein Kleidungsgeschäft in Manila. In den Wintermonaten hilft er ihr dort. Happy to, tschüss. Sind beide sehr offen, sehr lebensfreudig und stehen mit beiden Füßen auf der Erde. Und das sind so ein Energiebündel, die strahlen, die sind, ja, ist gut. Am Abend ist das große Spanferkelessen bereits in vollem Gange. Die Angestellten schwirren um 50 überwiegend deutsche Gäste. Alle warten auf ihre Fleischration. Ja, ich bin heute Abend zufrieden, das Restaurant ist voll, das ist klasse. Der Abend hat sich gelohnt. Das Restaurant, ihre Gäste, der Campingplatz, all das ist ihr Leben. Aber nicht nur das. Ich habe zweimal Heimat. Ich fahre nach Hause, wenn ich nach Deutschland fahre. Ich fahre nach Hause, wenn ich nach Kroatien fahre. Mir geht's genauso. Ich habe meinen Lebenstraum erfüllt. Das ist klasse. Alles gut. Ich kann mir so nichts Besseres vorstellen. Für die Auswanderer aus Oldenburg ist Kroatien nun ihr Zuhause. Und ein bisschen Nordsee haben sie sich ja mitgenommen. Für viele Touristen bedeutet Kroatien Sonne, Meer und Party. Wer hier aber lebt und arbeitet, lernt das Land an der Adriaküste noch mal auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Eins steht jedoch fest, sie alle haben hier am Ende ihr Glück gefunden.